zusammen. Hallo. Heute sitzt der Hakan neben mir. Das ist für meinen Sohn, gell? Nur zur Info. Also, wir machen heute für euch die Wie gut kennst du mich Challenge. Und zwar Mutter gegen Sohn. Das wird, glaube ich, in die Hose gehen. Das wird nicht so einfach sein. Man kennt den eigenen Sohn nicht so gut. Der Verlierer schlüpft entweder in dein Pyjama oder ich in die kurze Hose. Und dann gibt es erstmal eine eiskalte Dusche, würde ich sagen. Boah. Was ist mein Hobby? Okay. Das war so blöd. Das war so blöd. Okay, also. Hakans Hobby ist Fitness. Ja, Fitness. 1:0 für mich. Das war echt so blöd von mir. So. Welche Musik höre ich gerne? Das kann auch die Musikrichtung sein. Oder es kann auch natürlich bestimmt, ja, es gibt ja, also ich würde eher Musikrichtung sagen. Ich schreibe es mal auf. Ja, natürlich ist es so, diese Musikrichtungen, ja, du hast wieder abgeguckt. Nein, ich habe eh was anderes aufgeschrieben, aber das ist dasselbe. Türkische Slow Music auf jeden Fall. Genau. Ja, Arabesk. Ja, habe ich. Ja, Arabesk. Ibrahim Tatlıses. Ich höre halt sehr viel türkische Musik, ich höre natürlich andere auch, aber... Ich bin ja mit denen aufgewachsen. Toll. Ja. 1:1? Ja, ich bin dran. 1:1 steht's. Also Mama, was ist mein Traumauto? BMW! Also seit er ein Kleinkind ist, ein BMW M3 wollte er. Ja, ja. Und mittlerweile habe ich ihn. Ja, okay. Also, 1:2 für mich. Die will mich unbedingt unter die Dusche stecken, ich weiß es. Die will unbedingt ein Video über mich machen, wie ich mir in der Dusche einen abfriere. Frag mich, komm. Frag mich die Frage. Nein, doch. Frag dich nicht. Frag mich die Frage. Nein, ich frag, was ich will. Was ist mein Hobby? Mein Hobby. Das letzte. Lesen. 1:2:2. Hast du es gesehen, oder? Nein, hundertprozentig lesen, Mama. Mein Hobby ist Lesen. Also ein bisschen kenne ich schon meine Mama. Es wird langweilig hier. 2:2. Ja. Gib her. Weiter geht's. Immer weiter, immer weiter. Also Mama, was? Ist? Ich weiß Mit wie vielen Jahren bin ich gelaufen, Mama? Mit wie vielen Jahren habe ich Mama gesagt? Stell mir doch solche Fragen. Ja, das weiß ich alles. Ich weiß auch selber, mit wie vielen Jahren ich gelaufen bin. Mit wie vielen Jahren habe ich ein Brei gegessen? Mit 10 Monaten bin ich gelaufen, das weiß ich selber. Mit wie vielen Jahren habe ich ein Brei gegessen? Mit wie vielen Jahren bin ich auf die Toilette gegangen? 7 Monate? Auf die Toilette bin ich ziemlich spät. Das war jetzt gut. Auf die Toilette. Okay. Was hasse ich? Was hast du? Ach du große Schande, was hast du? Was hasse ich? Ich weiß es, was ich hasse. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse es einfach nur. Ich hasse es! So, schreib auf, du hast eh verloren. Mir fällt jetzt gar nichts mehr was ein. Das weißt du eigentlich auch, dass ich das hasse. Und du merkst es manchmal auch. Ich hasse es einfach. Ach, ich schreib's. Jetzt kommt's, die schreibt jetzt irgendwas komplett anderes. Also ich hasse auf jeden Fall Stress nach der Frühschicht. Stress nach der Frühschicht hasse ich wie die Pest, da brauche ich einfach nur meine Ruhe. Ich versteck schnell meinen Zettel, da steht was anderes. Da steht was anderes. Zeig, was hast du geschrieben. Unordnung. Ja gut, das hasse ich auch, aber Stress nach der Frühschicht hasse ich. Boah, ich kann's überhaupt nicht abhaben. Also. Ich würde mal sagen, du verlierst. Ja. Mit dir mache ich kein Video mehr. Das ist das erste und letzte Video mit Mama, weil sie verlieren wird. Mein nächster Gegner ist Robert. Robert kenne ich überhaupt nicht mehr. Ja, das wäre es. Komm nur Schmarrn raus. Nee. Was ist mein größter Traum? Dieser Traum hier, was ich aufschreibe, habe ich schon seit meiner Kindheit. Ich habe keine Ahnung. Steht in jedem Freundschaftsbuch drin. Überall steht. Ich habe letztens auch deine alten Freundschaftsbücher mal gelesen, oder? Ja, da. Die sind nicht, also wo man so Spalten hat, mein Traum oder so, da steht es. Jetzt habe ich ihn gepackt.
Mein größter Traum war es, dich zu bekommen. Ja, genau. Genau. Und die zwei Kinder hinterher. Das darf ich nicht sagen. Der Gian ist sonst eifersüchtig und mehr. Der Gian darf das Video nicht anschauen. Nein, Gian darf das Video nicht anschauen. Also. Ich weiß nicht, so ein Bauernhof, oder? Auf dem Bauernhof leben. Ich bin ja ein Bauernmädchen hier. Nee, aber mit der ganzen Familie. Mein größter Traum, Dubai fliegen. Dubai war mein größter Traum. Ist es immer noch. Ich will Dubai fliegen, ja. Hör auf, Mama, das ist gelogen. Nee, das ist gar nicht gelogen. Gelogen, Einspruch. Nein. Das ist gelogen. Es gibt kein Einspruch hier. Die hat jetzt hier irgendwas geschrieben, wo ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen doch, wäre. Das weißt du auch. Dubai fliegen? Ja. Was esse ich am liebsten? Komm, du bist doch die Mama, die fürs Hakan Kochen zuständig ist. Hakan ist alles Esser. Hakan isst alles gern. Aber wenn auf ich mal raten würde, jetzt. Ich hab's schon. Pute. Du hast selber gesagt, alles. Du hättest auch alles. Aber sagen. Lieblingsessen nee. Ist nicht alles. Was esse ich am liebsten? Ich esse alles. Stell sie mir. Mein Lieblingsfilm. Der steht auch in jedem Buch drin. So, also. Den werde ich auch nie ändern, diesen Lieblingsfilm. Es können noch mehr Filme kommen, die ich liebe zwar, aber dieser Film wird das ist mein Lieblingsfilm. Ja, ich verrat's dir auch noch. Ja, sag doch wenigstens ein. Nein, eingrenzen. Ich sag gar nichts. Mama, übertreib sie, du willst nur, dass ich verliere. Das ist mir egal. Also, bei uns fliegen immer so die Fetzen, wir zwei sind so diese. Ich hab eh verloren, ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Boah. Ich hab keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ich glaub, okay, also. Was war's? Während du schliefst von Sandra Bullock. Sei doch ruhig, du wusstest es nicht. Ich wusste doch irgendwas mit Sandra Bullock, ja. Aber wie ist der Film nicht mehr ja. angefangen? Das ist immer noch mein Lieblingsfilm. Yes. Okay, der uralte Film. Jetzt stelle ich noch eine Frage. Du bist eh nicht hallo, in Führung, es ist gerade unentschieden. 3, 4, 5, 6, es ist unentschieden. 7, 8, ja? Es also eine Frage noch. Jede eine Frage noch. Jede eine Frage. Und dann. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Ja. In welchem Jahr war ich zum ersten Mal allein im Urlaub? Komm, Scheiße, du wirst es nicht wissen. Alleine, nur mit Freunden. 2005? Mit Freunden? Mhm. Das kann nur 2007 sein. Nein, 2008. Macht nichts, Mama. Mein Lieblingsparfüm, Gian, war Hakan, was ist mein Lieblingsparfüm? Warte doch mal, hab doch mal ein bisschen Geduld. Hallo, wer hat mein Stift? Du weißt es doch eh, du kannst es dann gleich aufschreiben, wenn ich es aufgeschrieben habe. Ja, aber, wie du übertreibst. Ja, mein Lieblingsparfüm. Armani Code. Mein Lieblingsparfüm ist aber Miss Cherie von Dior. Komm, hör auf. Ich geh nicht unter die Kante. Doch. Ich messe mich jetzt an den Tisch. Du gehst. Du gehst jetzt und in die Nein. Kalte Dusche. Doch. Nein. Doch. Ich gehe mit der Kamera nach. Tschüss. Ciao Leute, ich gehe schlafen. Nein, ich laufe jetzt hinterher mit der Kamera. Du gehst jetzt unter die Dusche. So, wir sehen uns gleich unter der Dusche. Jetzt da. So Leute. Hier der Hakan ist unter der kleinen Dusche. Der muss jetzt. Warte mal, vielleicht stelle ich auch warm. Nein. Nein. Oh. Nein. Das nein. Geht nicht, Mama, ich muss morgen arbeiten. Nein, das ist egal. Krank. Du gehst jetzt unter vielleicht die kalte Dusche. Du nein. Komm. Nein. Das reicht! Weg mit der Kamera! Hallo? Oh, gib mir ein Handtuch! Leg mir ein Handtuch! Oh, so Leute, jetzt reicht's, komm! Das ist nicht auszuhalten! Nein, 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 nein! Aber er hat sein Versprechen eingelöst, der Verlierer ist in die kalte Dusche gegangen! So, Hakan, sag tschüss! Also Leute, ich hoffe, ich habe mich zum Affen genug gemacht für euch! Nein, das war's! Eigentlich hat Mama verloren! Nein, du hast verloren! Mamas verlieren nie im Leben! Ja, genau, Mamas also, verlieren nie! Ciao! Tschüss!